Die Ellenbogen wurden bisher nur zur Begrüßung ausgefahren. Doch das könnte sich heute bei den inhaltlichen Auseinandersetzungen ändern. Am Morgen hat sich Kanzlerin Merkel zum Einzelgespräch mit dem britischen Premierminister Johnson getroffen. Wenig später folgten für Johnson Gespräche mit Frankreichs Präsident Macron und den EU-Spitzen von der Leyen und Michel. Seit Monaten streiten die EU und Großbritannien über Nordirland. Beide haben im Brexit-Vertrag vereinbart, dass in der britischen Provinz Lebensmittelkontrollen nach EU-Regeln durchgeführt werden müssen. Aus Angst vor Engpässen hält sich Großbritannien aber nicht an die Vereinbarung. Die EU forderte deshalb bereits vor dem Gipfel konkrete Lösungen. Wenn nicht, dann ist es möglich, dass wir Schritte wie Sanktionen anwenden, um den Streit zu lösen. Macron betonte, dass er einen Neustart der französisch-britischen Beziehungen wolle. Bedingung für einen solchen Reset sei, dass Großbritannien den Brexit-Vertrag respektieren müsse. Neben den bilateralen Gesprächen wollen die G7-Staaten heute außerdem beraten, wie sich demokratische Werte mittels internationaler Zusammenarbeit durchsetzen lassen. US-Präsident Biden fordert von seinen Partnern eine entschiedene und geschlossene Haltung gegenüber autoritär regierten Staaten. Biden will insbesondere, dass die G7 ein politisches und wirtschaftliches Gegengewicht zu China bilden.